Hallo und herzlich willkommen bei Bus Simulator 16. Und ich glaube, es ist immer noch ein bisschen laut. Es tut mir leid. So, geht es jetzt besser? Ich weiß es nicht. Auch ein Spiel von Astragon. Ich wollte es nicht unbedingt haben. Es wurde mir geschenkt. Und dann dachte ich spiel's mal. Erstmal mit einem Tutorial. Das Unternehmen heißt The Prophets LP, wie der Schinder. Hey, ich bin Ben. Wir haben miteinander telefoniert. Schön, dich endlich zu treffen. Du bist ziemlich pünktlich. Ich mag das. Ich habe gar nicht mit dir Ich freue telefoniert. mich, dass du dich entschlossen hast, die Firma zu kaufen. Ich bin wirklich reif für den Ruhestand. Jetzt kann ich mal mehr Zeit mit meiner netten Dame verbringen. Ah, das ist aber laut hier. Was ist denn hier so laut? Soundeffekt, Lautstärke. Vielleicht. Sprachenlautstärke. So. Gesamtlautstärke, keine Ahnung. Müssen wir mal schreiben. Dieses Let's Play wird auch nicht täglich kommen. Ja, handhabe ich ähnlich wie Scrap Mechanic. Normalerweise Forest und Stranded Deep wechseln sich alle 2 Tage ab. Far Cry Primal kommt jeden Tag. Scrap Mechanic hier und da. Das hier weiß ich noch nicht. Mal gucken. Und dann gibt es ja ab den 8.3. ja noch Punch-Up-DLC, ne? Also ich habe viel zu tun, aber mal gucken. Da sind wir. Was für ein Prachtexemplar. Sieh ihn dir näher an, bevor ich dir die Schlüssel überreiche. Vielleicht öffnest du die Tür, damit wir einsteigen können. Ah, ein Bus. Kein Gelenkbus, ein normaler. Ah, das erinnert mich an früher. Da habe ich mit meinem Bruder auf so einem Teppich gespielt. So ein Spielteppich, und das war überall mit Straßen und alles. Und da haben wir so eine Busse gehabt, und da haben wir immer wie die Buslinien im Bremerhaven da so ein bisschen gespielt. Nächste Haltestelle, bla bla bla. Und so weiter. Da war manchmal auch eine Baustelle und alles. Ach ja. Deswegen habe ich mir vielleicht viel erhofft, aber ich habe schon gelesen, das Spiel soll wohl doch nicht so gut sein, performancemäßig. Astragon. Ja, sagt schon alles. Obwohl, wie heißt das andere? Trans Ocean? Das war ja, ist ja eigentlich ein gutes Spiel. Kommt übrigens im Mai der zweite Teil raus. Okay. Naja, mal gucken. Klicke den Knopf an, um die Türen zu öffnen. Diesen hier oder was? Setz dich doch. Kümmere Zack. dich nicht um mich. Das Baby gehört jetzt ganz dir. Hast du überhaupt Lippenbewegung? Die rechte Muskeltaste und dann links. Normalerweise. Hallo. Na, gucke ich mich erstmal um. Aha. Nicht rauchen. Schön festhalten. Kennt man alles. Und diese. Kann ich mich nicht. Ducken kann ich mich nicht. Ja, so sieht es aber eigentlich fast in jedem Bus aus. Auch in Bremerhaven so ähnlich. Führerstand betreten. Lassen wir es mal schnurren. Darum. Aha. Wir kriegen jetzt eine Fahrstunde. Drehen den Schlüssel einmal nach rechts, um zu starten. Mit N. Was ist denn hier? Tablet benutzen, Tab. Okay. N. Schön. Mensch, das Geräusch wird mir ziemlich fehlen. Bevor wir losfahren, schalte dein Licht ein. Sehen und gesehen werden. Ja, und wie schalte ich das ein? Da, ne? Okay. Mit G, okay. Kann ich auch so drücken, ne? Zack. Ja, hab ich doch. Die Businnenbeleuchtung, was ist das für eine Taste? Kassenbeleuchtung. Führerstandbeleuchtung, na gut. Ah, ist noch ein bisschen. Passagierabteilbeleuchtung. Na gut, machen wir alles mal. Schließe alle Türen mit den Türschaltern oder mit 1 und 2. Diese 1. Ja.
Und die 2. Deaktiviere die Parkbremse. P. Mit dem Mausrad kannst du in die dritte Person Ansicht wechseln. Ja, ist auch ganz nett. Alles zu. Soll performance-technisch eigentlich, ich weiß es gar nicht, wie viel FPS-Anzahl ich habe oder so, aber es läuft, glaube ich, deutlich flüssiger als City Economy. Ah, okay. Das geht doch. Also, da bin ich schon mehr Kummer gewohnt. Hier fahren wir raus, ne? Wenn du denkst, dass du für eine echte Fahrt bereit bist, begib dich zum Ausgang. Zeit, unsere ersten Passagiere aufzusammeln. Ich habe eine Route für dich vorbereitet. Du kannst dich von dem GPS leiten lassen. Ich mag auch so eine Fahrspiele und so. Der fährt sich auch nicht schlecht. Euro Truck Simulator, das ist auch so mein Ding. Das fühlt sich so ein bisschen so ähnlich an. Anders. Leichter von der Hand sogar eigentlich. Kann man bestimmt auch mit Controller spielen oder so. Warum rollt er denn zurück? Hallo. Ich hoffe, da kommen noch einige Updates. Wir nähern uns der ersten Haltestelle. Versuche möglichst nah am Gehsteig und genau in der Mitte der Haltestelle zu parken. Passagiere mögen es besonders. Oh. Und vergiss nicht, den rechten Blinker zu setzen. Okay. Großartig. Betätige jetzt die Haltestellenbremse. Senke den Bus ab und öffne die Tür. Kleiner Tipp. Senke den... Willkommen! Willkommen! Fahrkarten gekauft. Es ist der gleiche Prozess in umgekehrter Reihenfolge. Schließe die Türen, deaktiviere das Absenken, löse die Haltestellenbremse und setze den linken Blinker, bevor du losfährst. Ich werde dir einen Tipp geben. Händler lieben Fahrer, die immer pünktlich sind. Und Fahrer lieben zufriedene Pendler. Left, Alt und... jede Haltestelle pünktlich zu erreichen. Okay, mit T. Nächster Halt. Fernsehturm. Was ist denn die Höchstgeschwindigkeit hier? 50? Mal gucken, auf wie viel wir kommen. Das Tutorial macht schon mal Spaß. Mafuyu X macht das ja auch, ist ja genau sein Ding, so eine Bus-Simulator-Spiele, das ist ja Ehrensache für ihn. Damit hat er mehr oder weniger angefangen. Glaube ich. Was war denn das noch mit diesen Absenken? Das habe ich nicht so ganz mitbekommen, weil es ein bisschen zu schnell war. Ah, wir kommen mal noch pünktlich an, ne, oder? Ja. Left Alt. Okay, absenken. So ein Bus ist das also. 1 und 2. Alles perfekt. Perfekte Halteposition. Steigen sogar vorne aus, wa? Willkommen. 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 Absenken, deaktivieren. Halten statt. Auch mit Alt oder mit P, ne? Dann mit Q. Hey, du machst einen sehr netten Eindruck. In diesem Geschäft müsste es mehr Leute wie dich, mich geben. Nette Leute. Und ich sage dir, es kann sich wirklich ausziehen. Ich muss hier rum, ne? War ich mit dem Bus auf einer Tour durch die Stadt unterwegs.
Es war eine Frühschicht und ich hatte ein paar Kinder dabei, die zur Schule wollten. Auf einmal wurde ich ohnmächtig. Ich wusste nicht, was los war, aber ich hatte ziemliches Glück, dass ich an dem Tag diese Kinder dabei hatte. Sie haben schnell reagiert. Einer von ihnen hat einfach das Lenkrad übernommen, die Zündung ausgeschaltet und den Bus gesteuert, bis er ausgerollt war. Ein anderes Kind hat bemerkt, dass ich nicht mehr atmete. Es hat sofort einen Rettungswagen gerufen und versucht, mich wiederzubeleben. Es war überall in den Nachrichten. Wenn diese Kinder nicht gewesen wären, wäre ich jetzt nicht hier. Ich würde nicht in Rente gehen können. Ihr Vater muss sehr stolz auf sie gewesen sein. Das ist das Leben. Man weiß nie, was kommt. Nächster Halt. Richtig. Man kann ja auch einfach gut zuhören und ein bisschen rumfahren. Also, man kann ja nicht so viel erzählen. Aber das läuft doch eigentlich flüssig. Also auf Ultra gestellt, ja, die Grafik so mega ist es nun nicht, muss man mal. Aber es reicht, es ist in Ordnung. Also da bin ich ja deutlich mehr vom positiv überrascht als in City Economy, ne? Wo ich mir damals mehr erhofft habe, ne? Nicht nur ich. Also ist ja hier 100-mal besser. Das. Kann ich schon mal Q drücken? Oh ne. Perfekt. Ah, Blinkerbonus, was du alles kriegst. Willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Oh, oh. Anscheinend klemmt die Tür. Das passiert manchmal. Keine Sorge, bei so einem alten Bus ist es normal. Du musst aufstehen und zur Tür gehen. Versuche, sie zu lösen. Ja, wie kann ich das denn machen? Hallo, wie kann ich aufstehen? Ach, ein C. Hallo, ich komme bald nicht mehr pünktlich an. Hallo. Wo ist der Notfallhebel denn? Hier? Oh Mann. Ja, aber wie geht es denn? Hallo. Hier, ach so. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt zumachen? Hallo, was ist denn das? Ich verstehe das nicht. So. Geschafft. Ach so. Jetzt geh wieder ans Lenkrad und lass uns durchstarten. Vergiss nicht, du solltest nie mit offenen Türen fahren. Das ist sehr gefährlich. Oh, wir haben leichte Verspätung, meine Damen und Herren, aufgrund technischen Probleme. Nächster Halt, Freiheitsstraße West. Kann ich hupen? Weiß ich nicht. Es sah irgendwie so aus, als wenn ich da außen ran müsste. Naja, gut. Wenigstens gibt es überhaupt ein Tutorial und alles. Na, rote Ampel natürlich.
Mal Alt drücken, sonst rollt er irgendwie weit. Kann ich schon mal E drücken. Eine Minute Verspätung, tut mir leid, Leute. Alt, F. Freiheitsstraße. Sehr spät, ja. Bei den nächsten ist es dann natürlich auch so. Guten Morgen. Eine Fahrkarte. Einen Moment, bitte. Einen Moment, bitte. Sieh nur, jemand braucht eine Fahrkarte. Du musst den Fahrkartendrucker und die Registrierkasse bedienen. Ich möchte eine Einzelfahrkarte für Schüler. Left Control. Was ist denn Left Control? Shift? Nee. Wähle zuerst die gewünschte Fahrkarte aus. Drücke dann einfach auf Drucken. Fertig. Hä? Einzelfahrt. Was ist denn Schüler? Das hier oder was? Ja. Achte auf das passende Wechselgeld. Ja, nur. Oh, nee, ey. Vielen Dank. Du bist ein Naturtalent. Fahren wir zur nächsten Haltestelle. Was für eine wunderbare. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier. Ah, okay. Nächster Halt. Wackererstraße. Puh. So bin ich natürlich viel zu spät dran. Einsteigen, alles einsteigen, toller Service, genial. Ist auch cool gemacht. Da braucht noch jemand eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Einmal normal, okay. Normal, drucken, Geld erhalten 5 Euro, also 2,80 Euro, Mann, wieder zurück. Ja, ne, oder? Ja, bitte und so, wieder zumachen, zack. Q, F, W. Weißt du, für mich ist das Beste an diesem Job, einfach die Straße entlang zu fahren und all diese interessanten Leute kennenzulernen. Es ist fantastisch, aber ich hat was, ne? Dieser Job stellt deine Geduld auf die Probe. Es gibt Leute und dann gibt es noch Leute, aber du lässt dich nicht beirren. Habe ich eine Fahrkarte vergessen? Deinen Job, und zwar immer mit einem Lächeln. Das ist in diesem Beruf dein bestes Hilfsmittel, glaub mir. Nächster Halt, Meisenstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Wie soll ich Endstation? Ich habe tatsächlich, glaube ich, einen Macker vergessen, einen Senior. Ah, Mist. Und hier ist Endhaltestelle. Alles aussteigen. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir wünschen einen schönen Tag und bedanken uns für die Mitfahrt.
Alle aussteigen, hallo. Aussteigen, raus da. Warum steigen sie nicht aus? Wollen sie nicht aussteigen? Na, keine Ahnung. Ich muss weiterfahren. Der Tutorial-Fahrt. Wahrscheinlich. Aber gut gemacht damit mit den Fahrkarten, da muss man auch noch rechnen und dann klappt mal die Tür und so. Das ist schon cool, ein bisschen. Gut. Lass uns zum Busbahnhof fahren und die Tour beenden. Alles klar. Wie heißt er nochmal? Habe ich vergessen. Warum da die Endstation war, weiß ich nicht. Warum hier noch welche drin sind? Eine Oma irgendwie, ne? Ach, die wollte noch... die will noch das Ticket haben. Da sitzt ja nur er da drin. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... So, das hier bitte. Jetzt kassiere ich mal. Och, ist ja auch nicht zu spät oder so. Zack. 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 Vielen Dank. Wissen Sie auch nicht. Wissen Sie auch nicht schon am Ende unserer Reise? Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. So. Du kommst jetzt mit, Oma. P. Dreh den Schlüssel nach links, um den Motor abzuschalten. Wie komme ich denn da hin? Hallo. Hä? Ja, wie drücke ich das denn? N? Oder mit B, ne? Was wurde nicht angezeigt? Oder wie mache ich, wie war das nochmal? Kann ich auch so machen. Ach so, mit G. Okay. Und das? Keine Ahnung. Zack, zack. Gut zack. Gemacht. So, hier drüben ist das Büro. Das ist jetzt dein Büro. Alles klar. Das war die erste Mission, das war das Tutorial und die erste Folge. Hier ist Ben. Ich rufe an, weil ich dachte, meine Erfahrung könnte für dich und deine neue Firma äußerst hilfreich sein. Also legen wir los. Im Moment braucht die Stadt dringend mehr öffentliche Transportmittel. So viele Leute und so wenige Busse. Der Bürgermeister unterstützt neue Firmen, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten wollen. Erfülle ganz einfach die Anforderungen auf dieser Liste und sie werden dir einen neuen Bus für die Firma bereitstellen. Ist das nicht großartig? Jetzt weißt du jedenfalls, was du zu tun hast. Ich rufe wieder an, wenn ich mehr Ratschläge für dich habe. Alles klar. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh, richtig, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ein paar Informationen geschickt, wie du deine Busse individuell anpassen kannst. Bis später. Ja, alles klar. Und ich sag auch, bis später.